Du willst mehr Reichweite, stimmt's? Und du willst auch, dass dich Google liebt, oder? Dann bleib dran, weil da habe ich heute eine Idee für dich mitgebracht und die solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen. Guten Morgen und willkommen zu Tiller Digitals Freitagscafé. Mein Name ist Karin Zwirtila und ich bin die Gründerin von Tiller Digital. Also, wir wollen ja immer alle mehr Reichweite und Google soll uns überhaupt ja zum Lieblingsmenschen erklären. Und eine Möglichkeit, beides zu erreichen, möchte ich dir heute vorstellen. Und zwar sind da mehrere Möglichkeiten eigentlich wiederum beinhaltet. Und zwar Blogparaden. Was das ist, nun ganz kurz erklärt, ein Blogger gibt ein Thema vor und ladet andere ein, genau zu diesem Thema eben einen Blogbeitrag zu schreiben. Es gibt da zwei Voraussetzungen immer. Die erste ist, du musst deinen Blogbeitrag dann im Kommentar auf dem Blog der Blogparadenbetreiberin verlinken, ja, damit diese auch weiß, dass du eben mitgemacht hast. Und das zweite ist, du musst in deinem Beitrag, den du auf deiner Webseite schreibst, auf die Einladung der Blogparadenveranstalterin verweisen. Das war es im Grunde schon mit den Voraussetzungen. Und am Ende der Blogparade, also die sind immer zeitlich begrenzt, ja, schreibt die Blogparadenveranstalterin eben eine Zusammenfassung aller eingegangener Blogbeiträge und verlinkt eben auch immer zu der jeweiligen Person auf die Webseite. Und jetzt wird es interessant, weil vielleicht fragst du dich, was ist, hat das jetzt mit Reichweite und Google zu tun? Viel, sehr viel sogar, ja. Noch dazu ist es, was besonders schön ist, eine klassische Win-Win-Situation, wie es so schön heißt. Ja? Weil erstens, beide bekommen mehr Reichweite, die Veranstalterin und du, die mitmacht, ja? Weil die Blogbeiträge auch mehr gelesen werden und auch promotet werden, auch von anderen Blogschreibern. Das zweite ist, beide bekommen Links von der anderen Seite und das liebt Google. Ja, weil für Google bedeutet ein externer Link, das ist es in dem Fall, dass die Website, auf die verlinkt wird, eben relevant ist. Und dadurch wird die Seite höher gerankt. Das nennt sich im Marketing-Kauderwelsch ja Backlink. Und je mehr solcher Backlinks du hast, desto besser wird deine Seite, also deine Webseite, gerankt. Also du siehst, so unlogisch ist Google gar nicht. Ja. Also, was solltest du nun tun, um Blogparaden für dich optimal zu nutzen? Sagen wir mal so, ja. Das erste ist, mach bitte selbst bei Blogparaden mit. Halte danach Ausschau. Momentan zum Beispiel veranstaltet gerade Angelika Erz von liebesberatung.at eine Blogparade und da habe ich diese Woche nämlich auch mitgemacht, ja. Und das Thema: Ob man Beziehung und Business unter einen Hut bringen kann. Und das hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu schreiben. Das kommt nämlich oft hinzu, ja, weil das häufig schreibst du dann auch über Themen, über die du sonst weniger schreibst. Und das macht dann auch wieder so richtig, richtig Spaß, ja. Die zweite Möglichkeit ist, die du auch hast, natürlich, du machst selbst eine Blogparade, weil unterm Strich bekommst du dann noch mehr Links, ja, also dieser Backlinks. Aber Vorsicht, ja, das hört sich jetzt nämlich so locker an und von mir auch so locker dahergesagt, aber es steckt hier jede Menge Arbeit dahinter, die man nicht unterschätzen sollte, ja. Weil du musst erstens mal selbst etwas schreiben, nämlich die Einladung zur Blogparade. Zweitens, du musst deinen Blogparade promoten. Wird immer wieder unterschätzt, ja. Das dritte, ja, du musst laufend bei anderen Blogs kommentieren und natürlich auch auf deinem eigenen, weil da tut sich dann auch relativ viel. Das vierte ist, du musst am Ende dann eben alle Artikel zusammenfassen und dazu auch noch einen Blogbeitrag schreiben. Also es ist unterm Strich nichts, was man so nebenbei einmal macht.
Aber wie gesagt, du kannst ja auch selber einfach nur unter Anführungszeichen nur mitmachen, ja? Weil du sollst ja regelmäßig einen Blogbeitrag schreiben. Dieses Credo von mir kennst du ja, ja? Also warum nicht mal bei einer Blogparade mitmachen? Wie gesagt, Angelika von Liebesberatung.at veranstaltet gerade eine. Und bis 10. Februar kannst du da auch noch mitmachen. Und da bin ich jetzt schon auch auf deinen Beitrag gespannt. Und übrigens, wo wir wieder nämlich bei der Reichweite wären, ja, weil andere, die bei einer Blogparade mitmachen, lesen die anderen Beiträge auch. Weil man einfach neugierig ist, wie andere dieses Thema sehen, um das es eben bei der Blogparade geht. Gut. Also, somit wünsche ich dir jetzt schon ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Schreiben und natürlich alles Liebe aus Wien.